Moin zusammen, ich bin Dennis vom Kanal Director Dennis und ich habe an diesem wunderschönen 9. Dezembertag die große Ehre, euch meinen persönlichen Lieblingsfilm vorzustellen, der kein geringerer ist als Star Wars The Empire Strikes Back, aka natürlich Episode 5. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem neuen Video. Ja, und für mich ist das so der perfekte Film persönlich. Wie gesagt, es ist halt so mein liebster Film und ich möchte euch hier in diesem Video einmal zumindest erklären, warum ich denke, wie ich denke. Und dieser Film macht erstmal so storytechnisch sehr viel richtig, weil es ist ja ein Sequel. Und für mich ist es die perfekte Fortsetzung einfach so. Nach Star Wars Episode 4 A New Hope hätte theoretisch Schluss sein können. Wir hatten die große Feier da auf Yavin 4. Alle waren glücklich, Happy End. Es hätte theoretisch zu Ende sein können. Und Episode 5 hätte wirklich auch mies in die Hose gehen können, wie viele Sequels da draußen. Einfach sehr viel gleich machen, einfach die Story nicht weiter voranbringen, sehr viel auf Fanservice setzen und so. Episode 5 macht absolut nichts dergleichen. Es entwickelt die Story wirklich schön weiter, erzählt was komplett Neues, greift vieles aus Episode 4 auf, ohne es zu kopieren. Also macht wirklich so viel richtig. Die ganze Arbeit mit Stop-Motion, schaue man sich einfach mal zum Beispiel die AT-ATs an, ganz am Anfang des Films, allgemein so diese ganze Schlacht auf Hoth, einfach nur genial inszeniert, so viel handgemacht, die ganzen Kulissen sind irgendwie aufgebaut, gemalt und alles, also es sieht so schön aus, man merkt, klar, das ist alles sehr praktisch, aber irgendwie verliebt man sich so sehr in diese Welt, dass man da wirklich auch, ja, so alles so realistisch wahrnimmt. Das ist halt kein Greenscreen oder sowas, wo man merkt, okay, der Darsteller, der läuft da gleich gegen irgendeine Wand. Nein, das ist wirklich sehr viel echt, das gefällt mir alles wahnsinnig, wahnsinnig gut. Das sieht einfach nur große Klasse aus. Wie gesagt, diese ganze Schlacht gefällt mir mega gut. Dann spaltet sich die Story so ein bisschen in zwei Abschnitte. Auf der einen Seite haben wir dann Luke Skywalker und R2-D2, die sich nach Dagobah begeben. Und dort lernen wir dann Yoda kennen. Wir lernen, ja, sehr viel mehr über die Macht kennen. Im vorherigen Teil war das ja noch etwas unglaublich mystisch, was nicht zu häufig aufgegriffen wurde. Es war natürlich da gerade vertreten durch Obi-Wan, aber es war halt noch etwas sehr, ja, so Unantastbares. In Episode 5 lernen wir da noch wesentlich mehr drüber, gerade natürlich eben durch Yoda. Erstmal Yoda an sich, die Puppe ist einfach nur genial. Frank Oz ist super, indem er die spielt, spricht und alles. Das ist wirklich alles sehr, sehr schön gemacht und es macht einfach Spaß, sich diese ganze Szene anzusehen. So Dagobah, alles ist perfekt. Dieses ganze Training von Luke macht sehr viel Spaß, wenn der X-Wing dann rausgehoben wird aus dem Sumpf und Yoda ihn zeigt. Die Macht ist nichts, was so auf Muskelmasse oder sonst irgendwas aufbaut. Nein, es ist wirklich einfach nur der Glaube an die Macht, an sich selber. Wirklich, ja, man kann das schaffen einfach. Vertrau der Macht. Und damit sieht dann Yoda, dieser kleine Wicht, um es mal ein bisschen provokant zu sagen quasi, wo man ihn ja erstmal so wahrnimmt, sieht er dann dieses riesige Schiff aus diesem Sumpf heraus mit seinen bloßen Gedanken. Und das ist natürlich sehr beeindruckend. Man hat so viel mehr Respekt plötzlich nochmal vor ihm, vor seiner Weisheit, vor seinem, ja, Talent, vor seinem Können quasi. Wir lernen Lukes Seite auch ein bisschen näher kennen, indem er ja quasi dann gegen diese Projekte von Vader kämpft, ihm den Kopf abschlägt und dann merkt, wow, meine größte Angst ist eigentlich, dass ich so werde wie Vader. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich noch den Handlungsstrang mit Han Solo, Prinzessin Leia, Chewbacca und C-3PO, die vor dem Imperium fliehen. Coole Verfolgungsjagden durch Asteroidenfelder, sie müssen sich vor Sternzerstörern verstecken. Wir sehen zum ersten Mal so richtig, zumindest wenn wir Greedo jetzt mal nicht mitzählen, Kopfgeldjäger, so wie Bosk, IG-88, Boba Fett natürlich. Diese Szene an sich ist schon so cool gemacht. Dann fliegen sie nach Bespin zu einem alten Kumpel von Han und dort lernen wir dann einen der besten Star Wars Figuren, zumindest aus meiner Sicht, kennen, nämlich Lando Calrissian, gespielt vom großartigen Billy Dee Williams. Und der hätte auch wieder so in die Hose gehen können. Das hätte genauso gut einfach nur Han 2.0 werden können. Einfach der Ersatz für Harrison Ford, sollte er nicht mehr weitermachen wollen. Aber nein, das sind dann doch so wirklich sehr verschiedene Charaktere. Han ist so dieser schmutzige Einzelgänger, der so auf alles pfeift, dem einfach nur so seinen Geldbeutel ein bisschen interessiert. Zumindest in Episode 4 auf jeden Fall. In 5 hat er sich ja schon ein bisschen weiterentwickelt. Und Lando ist dann so auf der anderen Seite quasi so der Charmeur, so dieser coole Typ, der auch gerne so Leute um sich herum hat und so. Also es sind wirklich zwei verschiedene Typen, die sich super gut als Kumpels ergänzen. Das gefällt mir immer sehr gut. Bespin ist ja wohl mit Abstand coolste Star Wars Planet überhaupt. So dieses ganze Orange und dann haben wir diese Stadt, die nicht auf einem Kontinent normal liegt, wie halt jede andere Stadt. Nein, die ist so auf so einer Station in den Wolken. Es ist sau cool, dieser ganze Kampf zwischen Luke und Vader, der sein Training abbricht, weil er sich sagt, nein, er ist halt sehr stur, so sehr eigen, jung halt eben. Und dann sagt er sich, nein, ich muss jetzt meine Freunde retten. Mir ist das ganze Training völlig egal. Natürlich fliegt er dann, würde wohl jeder erstmal aus reiner Intention tun. Und ja, dann kämpft er gegen Vader, hat natürlich überhaupt keine Chance. Das kann man schon gar nicht richtig als normales Duell bezeichnen. Und eher so als, ja, nicht sterben, so wirklich erstmal alles tun, um eben nicht zu verlieren. Und dann verliert er tatsächlich eine Hand, wird komplett verprügelt von Vader mit diesen ganzen Sachen, die er auf ihn schmeißt und so. Also Luke hat überhaupt keine Chance. Und dann kommt der große Twist, dass Vader tatsächlich Lukes Vater ist, was
Bis heute, auch wenn man das natürlich weiß, das ist wohl das gängigste Zitat überhaupt der Filmgeschichte, zumindest eins davon mit Nein, ich bin dein Vater. Es ist trotzdem immer noch so krass, es hat immer noch so einen großen Impact, wenn man sich diese Szene anguckt. Jedes Mal hat man da so ein bisschen den Mund offen stehen, so, wow, was? Obwohl man das halt schon kennt. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber so geht es mir zumindest immer. Und ja, Han wird dann in Carbonit eingefroren. Diese ganzen Szenen fand ich auch wieder ziemlich cool. Und das ganze Ende, das dann wirklich alles sehr düster aussieht, weil das Imperium hat wortwörtlich zurückgeschlagen, wie es der Titel nun mal auch sagt. Die Rebellen haben wirklich verloren. Han ist ein Carbonit irgendwo auf dem Weg zu Jabba in den Weiten des Universums. Dann haben wir natürlich Luke, der schwer verletzt wurde. Die Rebellen mussten Hoth verlassen. Sie haben überhaupt keine Basis mehr. Also es sieht alles sehr, sehr düster aus. Und das mag ich sehr, weil das baut natürlich den dritten Teil, das Finale dieser Trilogie, wahnsinnig gut auf, weil man einfach sich fragt, ja, wie geht es jetzt weiter, bitte? Von daher, das finde ich alles wahnsinnig stark an diesem Film. Ich hoffe, ich konnte es euch irgendwie verständlich machen, warum ich den Film so gern mag. Ich, ja, schaue ihn auch sehr, sehr selten, weil ich möchte, wenn ich ihn schaue, was eben, wie gesagt, sehr selten passiert, muss es einfach perfekt sein. Dann brauche ich eine gute Pizza vor mir, dann muss ich irgendwie so einen coolen Tag haben, so den perfekten Abend haben, weil ich will ihn nicht einfach nur gucken, um ihn eben zu gucken, um irgendwie gerade Content, Unterhaltung zu bekommen. Nein, ich muss ihn dann in vollen Zügen genießen, da muss das Handy ausgeschaltet auf dem Tisch liegen, damit ich mich voll in dieser Story wiederfinde. Und das war mein kurzes Review zu The Empire Strikes Back. Vielen, vielen Dank an Brownie TV, dass ich hier mit dabei sein durfte. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich hoffe mal, dass euch das Video gefallen hat, dass euch The Empire Strikes Back gefällt. Denn wie gesagt, dieser Film ist in meinen Augen einfach perfekt. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass wir uns demnächst mal hier auf dem Kanal, vielleicht auch auf meinem Kanal, mal wiedersehen. Bis dahin, haut rein und habt noch eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.